So, hey Leute, hier ist ja euer Basti oder auch DGZ Basto in-game. Ich wollte heute noch mal ein kleines Gameplay zeigen, beziehungsweise mal zeigen, wie ich da spiele, mit welcher Waffe und generell jetzt mal ganz schnell zum Gameplay. Ich spiele mit der Type 95, Entschuldigung, für den Versprecher, mit dem Schnellfeueraufsatz und Red Dot, seht ihr ja. Dann habe ich natürlich einen Spezialisten-Bonus, Dingbums-Zeugs. Oh mein Gott, der Kill war so albern. Guck dir das mal an, bitte. Und dann der Noob, der aimt auch mit. Na, bam, ich bin zu schlecht, den zu killen. Naja. Gut, ich wollte heute einfach mal nur erzählen, wie dieses Gameplay zustande gekommen ist. Und einfach, ich hatte mal Langeweile. Ich habe gedacht, mach ich mal ein ganz spontanes Commentary. Mit dieser Waffe, die habe ich echt seit gestern erst gespielt. Und das habe ich das Gameplay, das ist irgendwie 10 Minuten alt. Daher alles noch ganz aktuell. Hier habe ich ja gerade schon kurz erwähnt, das Spezialisten-Abschlusspaket mit Schnellziehen, Plünderer und Extrembedingungen. Das werde ich auch alles mal erreichen. Wieso habe ich mich sogar kurz bei Moab gescheitert? Ich weiß auch nicht, wie viele Kills ich hatte, aber ungefähr 18 oder 20 müssen es schon gewesen sein. Der Score ist nicht so überragend, aber trotzdem, ich glaube, es wird ganz Spaß machen. Es wird ganz Spaß, dieses Commentary hier zuzugucken und dieses Gameplay, weil es einfach zum Schluss auch ganz schön dran geht und Gegner dann auch ziemlich auseinandergenommen werden, obwohl wir dann auch verlieren, weil, ich weiß, kann ich irgendwie hier Statistiken angucken? Nein, kann ich nicht. Aber auf jeden Fall weiß ich, habe ich gerade schon gesehen, bei diesem einen Knife-Kill, den ich bekommen habe, dass da mega die Noobs am Werk dran waren und irgendwie in dieser Aktion zum Beispiel gebe ich hier jedem einen nach dem anderen nur Volltreffer. Laurens hat zwar gestern oder heute, wenn auch immer das Video hochkommt, auch ein Commentary gemacht, nur dachte ich mal, ziehe ich nochmal nach mit einem Commentary, da wir jetzt ja erstmal bis Mittwoch weg sind. Und da ich gerade dieses Gameplay hier erspielt hatte und damit eigentlich selber sehr zufrieden war, habe ich gedacht, ist mal eine ganz andere Waffe, damit haben wir zwar schon mal ein Commentary gezeigt, nur viele andere Kommentatoren zeigen diese Waffen gar nicht, oder zum Beispiel auch hier die MK14, die ist ja auch nur mal Single Shot, die wird auch gar nicht gezeigt. Und generell, das ist halt immer so, immer so Sachen, die immer gezeigt werden, wie hier ACR, MP7, Sprayer und sonst was. Aber irgendwie jetzt so welche relativ außergewöhnlichen Waffen, weil seitdem die ja wieder ein bisschen runtergepatcht wurde, wird die ja relativ selten gespielt. Das wird halt in Commentaries nicht gerade oft gezeigt und auch nicht, ja, ich weiß auch nicht, ich fand's halt ein bisschen blöd, dass halt ein bisschen Abwechslung rein muss. Finde ich auf jeden Fall ist angebracht. Und ja. Ich glaube, das hier ist schon der Moment, wo ich ziemlich viele Kills irgendwie mache und dann irgendwie doch irgendwie zum Schluss abkacke. Ich glaube, wenn nach dem Commentary gucke ich mir das Commentary selber nochmal an und zähle mal, wie viele Kills da mir fehlen bis zum MOAB. Und ja, ist bei uns Freitag. Ich habe noch eine Stunde Schule und habe gedacht, komm, vorher gönnst du nochmal vom englischen Unterricht, gönnst dir nochmal eine Runde. W3. Mal gucken, wie es ist. Das Spawn-System ist natürlich immer noch scheiße, aber diesmal war es eigentlich ziemlich überschaulich. Ich habe nämlich zum Beispiel gestern eine Runde Sprengkommando gespielt, wo ich dann irgendwie klar kam mit den Spawns. Da wurden noch mal welche hinten gespawnt und ich wurde gespawnt und konnte direkt einen holen, der vor mir hergerannt ist. Deswegen, das hat irgendwie wieder gar keinen Sinn ergeben. Kennt ihr ja natürlich MW3. Aber naja, gut. Da hatte ich zum Beispiel ziemlich Glück, dass er mich übersehen hat. Und ich den dann trotzdem noch relativ haftig holen konnte. Den hier, die Tunnel, die hole ich mal sehr gut weg mit dem 3-Schuss, weil ich habe hier Schnellfeuer natürlich auch drin, habe ich eben schon erwähnt. Und ja, generell immer so ein bisschen lang, dass er gar nicht reinguckt, einfach nur weiter rennt. Dann der hier, dass der mich nicht trifft, das war dieser Mega-Noob, der mich mit einem Soaring Knife gekillt hatte. Und der irgendwie erst Level 13 oder 19 oder sonst was war. Hier wieder ein bisschen gefailt, dass ich dann hier wieder Glück hatte, hier voll fett Damage bekommen und dann erstmal ein bisschen ruhig weg, ne? Da habe ich schon gesehen, der erste wird gekillt. Also kann ich wieder rauskommen. Wie ihr seht, ist natürlich wieder Doppel-EP, Woche, Wochenende, was auch immer, vielleicht wegen Pfingsten oder so. Genau. Und dies wird mehr so ein Commentary, wo ich nicht auf ein gewisses Thema eingehe, sondern einfach mal mehr meine einzelnen Situationen nachgehe. Zum Beispiel wollte ich hier der Typ, den ihr gerade gesehen hattet in der Ecke, der ist jetzt irgendwie weg auf einmal. Und den wollte ich jetzt eigentlich wegholen. Aber der war ja nicht mehr da. Also hole ich hier, guck ich kurz da, zwei Gegner, die entfernen nicht über die Waffe. Und so hole ich sie erstmal beide weg. Dann auch mal hier den Sniper-Schuss. Und dann dachte ich mir auch nur so, ey, ganz schnell weg. Das muss jetzt jeden Moment passieren, genau, hier ist es jetzt.
Sniper-Schuss kommt und ich erstmal ganz schnell weg hier. Das ist ziemlich gefährlich. Wenn da hinten Sniper hockt, da habe ich selber keine Chance gegen, auch wenn ich Marksman drin habe. Ich habe außerdem als Perks Marksman, Hardliner und Fingerfertigkeit, meine ich auf jeden Fall. Das ist auch ziemlich rain, weil im Moment habe ich alle Perks. Ich guck mal kurz auf die Zeit, wie lange es noch ist. Genau, ungefähr die Hälfte rum, das passt. Vielleicht ist es vorbei. Seht ihr, ich habe eine lange Spezialistenbonus, aber dann kommt auch nicht mehr viel. Von Splittergranaten, sonst ist alles leer. Also kann ich nicht mehr die Gegner täuschen und sie dann holen, sondern muss jetzt direkt in den Kampf rein. Ich glaube, es gleich ist auch schon die traurige Situation, dass ich geholt werde. Aber erstmal zwei, drei Leute hole ich erstmal noch, genau den hier. Ich finde das einfach so geil, wenn man direkt so mit drei Schüssen direkt wegholt. Und den jetzt vielleicht nicht, aber generell, und da ist mein Tod. Wie er mich geholt hat, würde ich auch, habe ich auch rumgeschrien. Da kam auch gerade mein Vater rein, dachte, was ist jetzt denn los? Irgendwie Zweiter Weltkrieg oder so. Ich so, nein, alles in Ordnung. Und seht ihr jetzt, das hat mich dann ganz zerrissen, dass ich dann gar kein Aim mehr hatte. Nun ja, man muss auch wieder ankommen, deswegen FMG ich in der, die nehme ich nicht. Die tausche ich wieder um gegen meine MP9 Schalldämpfer. Meine Secondary. Wie ihr seht, habe ich auch hier als Granaten, die Semtex und die zwei Flash dabei, weil wenn man Spezialisten, okay, kann man das sagen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn man die in den Spezialistenbonus drin hat, kann man natürlich auch mit Aufklärung die Gegner mit Flash markieren und du hast dadurch den Vorteil, dass du weißt, wo sie sind. Hier wurde ich wieder sehr scheiße geholt. Hier erstmal eine schöne Nade oben gegen den Pfosten und dann auch wieder voll gefällt. Und jetzt guck mal, guck die Aktion. Ich schieße direkt Abschluss. Ich dachte, ich könnte Abschluss so Wallbang-mäßig. Aber nein, ich gucke unten die Liste. Das war nur ein Assist, der als Abschluss zählt. Da habe ich mir auch kurz irgendwie ein bisschen abgefeiert, aber war es halt dumm. Ja gut, wie ihr seht, da kommen jetzt von allen Seiten wieder die Gegner. Ist das zwar kein Sprengkommando, wo normal alle von einer Seite kommen, aber trotzdem, ich finde das Sonnensystem ist einfach nicht angebracht, sag ich mal. Und nicht angebracht, kann man sagen, aber auf jeden Fall nicht in Ordnung. Ich finde es einfach nur kacke. Weil das sind von allen Seiten kommen. Ihr seht ja, wir müssen mal zwischendurch mal oben aufs Radar achten. Ich bin natürlich so ein Typ, der generell viel mit dem Radar spielt. Guck mal, ich gucke hier oben. Jetzt sieht man zwar gerade nicht viel, weil die ganzen Tiefflieger da waren. Aber generell sieht man dann halt schon, wo die Gegner herkommen. Deswegen habe ich auch Glück, dass ich den noch erst auf dem Radar gesehen habe. Sonst hätte ich den mit Sicherheit nicht geholt. Wo der jetzt auch mal, warum der jetzt auch mal da so herkam, obwohl der erst zurückgerannt war, weiß ich auch nicht. Aber ich habe ihn geholt, daher gar kein Problem. So, weiter geht's. Ist das Teil 95, natürlich erstmal direkt ein Fail. Ein komischer Knife, ungefähr 91 Grad Aufkill. Nichts Besonderes. Die AH6 sichert hier schon mal ein bisschen den Weg ab, deswegen kann ich, dann denke ich, ich kann hier runtergehen. Und dann kommen irgendwie auf einmal drei Leute, seht ihr das? Guck mal, alle kommen hier angerannt, alle. Und dann kommt zum Beispiel UNP, dann vergessen wir, dass alle geflasht sind für den Moment. Aber das wird auch nichts, weil dann wieder der Backkeeper kommt. Der Eist. Ne, der Eist hat nur die Drohne zerstört. Tut mir leid, hab ich vertan. Jetzt erstmal hier versuchen, ohne meinen Red Dot Punkt durch meinen Red Dot welche zu holen. Was natürlich auch nur misslingen kann, sage ich mal so. Dann deswegen erstmal die P9, weil man dann ein bisschen mehr rumsprayen kann und mehr Munition hat, die man auch mal daneben sammeln kann. Ja, ich habe noch gar nicht erwähnt, dass Abschluss bestätigt und auf der Map Hardhead ist. Ich hasse die Map Hardhead, ganz ehrlich, ich habe hier schon so viele schlechte Scores erzielt, ne? Und das ist jetzt zwar auch nicht der beste, den ich habe, sondern einfach nur so ein Just for Fun, weil gleich noch eine lustige Szene kommt, oder wollte ich das nochmal zeigen. Ich dachte, mach den Montage raus, weil ich habe keinen Bock im Moment so einen Montage zu machen, weil ich gleich schon noch ziemlich viele Leute auf einmal hole. Naja, aber wie ihr seht, kommt gleich der Mega Flash erstmal, aber das ist dann auch gut. Nicht gut, aber jetzt habe ich auf jeden Fall einen Red Dot wieder und jetzt fängt die Situation an. Hier, als erstes drei Leute. Dann gehe ich hier in den Tunnel. Wieder ein. Sechs Leute geholt innerhalb von, weiß nicht, 5 Sekunden. Siebter Typ. Und dann geht es aber noch weiter. Ich habe mal geflasht, muss jetzt mal warten. Und dann kommen hier nochmal die Leute. Nochmal den achten Typ, den neunten Typ. Und dann den. Ja, die haben mich noch geholt sogar. Ja, dann habe ich 10 Leute auf einmal geholt, irgendwie innerhalb von, weiß nicht, 20, 30 Sekunden. Und das fand ich dann schon ziemlich lustig, wie die da alle irgendwie reingerannt sind, alle auf die Fresse kassiert haben. Ihr seht ja nochmal, wie ich mega gefällt habe. Da freut mich natürlich, dann machen wir erstmal eine Runde 31 darauf. Aber nein, das hat nichts gebracht, weil du ja weiter spielen musst. Das Spiel neigt sich am Ende auch zu, hier nochmal die letzten Kills von mir einfach mal hier ein bisschen rumgesprayt, weil das geht ja mit der Waffe ziemlich gut, weil die ziemlich viel Damage macht. Die letzten drei Kills in der Runde, die Gegner brauchen noch einen, sag ich mal, Abschuss, den die bestätigen und ist das Game vorbei.
Ich hoffe, euch hat das Commentary gefallen. Es ist jetzt nicht das beste Commentary mit dem besten Score. Hier sieht man meinen letzten Kill. Wunderschön. Nicht. Ja. Der Score ist nun erstmal Level Up, ne? Aber im Score. 45 zu 12 ist zwar nur eine 3er KD ungefähr, aber naja, ich fand das Commentary in Ordnung. Ich mochte es zu kommentieren, ich mochte es, wie ich es gespielt habe, und ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei, das beim Video zuzugucken, und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Euer Basti. Ciao.